Hallo ihr Lieben, da ist Laura. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle gesund und munter. Das ist das Allerwichtigste. Was für ein Jahr. Irgendwie ist es so schwer zu realisieren, dass es jetzt vorbei ist, 2020. Und auf der anderen Seite hat es sich extrem gezogen. Und es ist auch irgendwie schnell gegangen. Es war doch gerade noch März. Es ist irgendwie so ein komisches Gefühl. Dieses Jahr war ein Auf und Ab für uns alle. Ich bin natürlich Corona-bedingt seit März daheim. Sonst wäre ich eigentlich in New York. Ich habe im März noch coole, super Castings gehabt und war sogar in der Endauswahl für eine ziemlich große Produktion. Und es steht natürlich still momentan, wie die gesamte Filmbranche, was nicht einfach ist für alle freischaffenden Künstler daraus. Das ist eine sehr schwierige Zeit. Und ich kann nur hoffen, dass es nächstes Jahr wieder für uns alle bergauf geht. So, ich habe schnell reingekommen, also es ist einfach zu kalt draus. Ein positiver Punkt für mich das Jahr war eigentlich dadurch, dass ich im Ländle war, habe ich meine allererste Band gefunden, weil Gesang war immer schon eine große Liebe von mir, hauptsächlich Jazz. Ich bin eine alte Seele, was Musik anbelangt. Und durch einen ganz, ganz guten Schauspielkolleg und Freund von mir, der Armin Weber, der im April und im Mai ein ganz, ganz tolles Charity-Projekt ins Leben gerufen hat, nämlich Kunst hilft Kunst. Für alle Künstler im Ländle, die während der Krise ohne Arbeit und ohne jegliche Unterstützung waren, haben wir da spielen dürfen und das hat extrem Spaß gemacht. Gemeinsam mit Christoph Weibel, ganz, ganz toller Pianist. Und durch Christoph habe ich dann seine Band kennengelernt. Der Little Concert, ein super Schlagzeugspieler, und der Lorenzo Wilson, toller Bassist. Haben wir dieses Jahr im Sommer eh schon das Glück gehabt, einige Live-Gigs zu machen. Und jetzt im Herbst einige Livestreams online. Und es hat extrem Spaß gemacht. Die Band ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und im September und Oktober habe ich auch einen Film drehen dürfen, einen neuen ORF-Krimi, gemeinsam mit Manuel Rubey. Es hat auch extrem Spaß gemacht. Der Film heißt Genie, das fünfte Mädchen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, die nächstes Jahr dann rauskommt. Und für mich persönlich war es auch extrem schön, wieder mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, weil ich doch eher seltener da bin. Und allgemein die Schönheit unseres Landes wieder neu zu entdecken. Im Sommer, im Frühling, im Herbst, im Winter. Man lernt es sehr zum Schätzen, wenn man viel im Ausland ist, wie gut es uns eigentlich da geht. Wenn man da in andere Länder schaut, was wir da haben, ist nicht selbstverständlich. Und jetzt freue ich mich eigentlich schon sehr auf den Jänner, weil für mich geht es Anfang Jänner nach Rom. Ich habe die Hauptrolle in einem neuen österreichisch-italienischen Kinofilm kriegt. Wir drehen auf Italienisch. Das wird eine neue Herausforderung. Aber ich freue mich. Und wenn alles so bleibt und gut geht, bin ich im April in Barcelona für ein internationales Projekt und hoffentlich dann entweder dazwischen oder danach wieder in New York für Castings. Aber jetzt freue ich mich mal auf Bella Roma. Und was Neujahrsvorsätze anbelangt, da war ich noch nie gut, deswegen fange ich erst gar nicht an, weil man hebt es eigentlich eh nie ein. Ich hoffe einfach und wünsche euch allen ganz ein gutes, besseres, schöneres und vor allem gesundes 2021 für uns alle. Es kann nur wieder bergauf gehen, bleibt alle stark und so schaffen wir das.